Hallo und herzlich willkommen zurück zu unseren Niederländern, liebe Leute. Und mir ist gerade eben aufgefallen, dass wir immer noch einen Diplomaten in der Schweiz haben. Den brauchen wir da eigentlich nicht mehr. Die Mission haben wir ja erfolgreich beendet. Und jetzt würde ich mal vorschlagen, ich würde nicht mit Irisch-Kolumbien, sondern mit Niederländisch-Kolumbien und dann mit Niederländisch-Kuba mal die Beziehungen ein bisschen verbessern. Das schadet mit Sicherheit nicht. Mit hier drüben mit Quiquendone natürlich irgendwann mal auch noch, aber das hat ja noch Zeit, weil die werden wir jetzt eh noch nicht annektieren, bis wir hier nicht nochmal einen Krieg gegen Lunda geführt haben. Das mit Irland, mit dem Spionagenetzwerk, das lassen wir auf jeden Fall noch weiterlaufen, weil warum auch nicht hier sich im Norden mal diese Provinzen gönnen, diese Kolonien hier von Irland, das schadet mit Sicherheit nicht. So, jetzt aber der Plan, was wollten wir machen? Wir haben 12 Schiffe schon mal auf dem Weg hier hoch nach Rodenberg, um von hier dann hier runter zu gehen zu unserem Verbündeten, zu unserer verbündeten Kolonie, um mal diese ganzen Bauern mal zu besiegen. Das hilft vielleicht auch mal. Vielleicht führen die dann sogar alleine mal einen Krieg gegen diese irische Kolonie da. Mal schauen. Ansonsten würde ich eigentlich ganz gerne, wir können ja mal gerade schauen, wir können theoretisch noch mal 3 Einheiten rekrutieren und 19 Schiffe und ich würde gerne mal ein bisschen noch was machen und zwar hier mal noch 1, 2, 3 Transportschiffe bauen. Das auf der einen Seite und das ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir hier vielleicht mal wieder im Ärmelkanal die Mission beginnen, damit wir wieder ein bisschen mehr Geld bekommen. Ich wusste gar nicht, dass wir das aufgehört haben aus irgendwelchen ominösen Gründen. 8,47 kriegen wir jetzt schon. Und Bonny ist selbst erhalten. Sehr schön. Da hatten wir aber auch keinen Kolonisten. In Ordnung. Und dann können wir hier für 26 die Kolonie schon zur Kernprovinz hier machen. Sehr, sehr gut. Leider. Ah, doch. Hier, wir können noch ein bisschen. Habe ich hier unten eigentlich aus Versehen die Autonomie verringert? Ich trottel. Nee, oder? Eigentlich nicht. Hier könnten wir nochmal erhöhen, bringt aber nichts, brauchen wir nicht. Ja, und da werden wir dann irgendwann mal, wenn wir hier die ganzen Staaten haben, auch mal Zentralisierungsbemühungen machen, damit wir hier dann weniger Autonomie haben. Ich würde sagen, hier in Kongo-Küste können wir das eigentlich gerade mal schon mal anfangen, so ein bisschen. Und zwar, wo haben wir es hier? Zentralisierungsbemühungen, genau. Nigeria können wir das tatsächlich vielleicht sogar auch machen. Wobei, ne, hier ist ja schon recht weit unten die Autonomie, dann brauchen wir das hier nicht. Außer hier drüben in Bonny gerade. Könnten, ja, nö, brauchen wir eigentlich nicht. Sieht's hier aus, hier haben wir noch keinen Staat, oder? Doch, Kongo ist auch schon Staat, stimmt, doch, das ist schon Staat. Dann machen wir hier mal Zentralisierungsbemühungen rein und schauen hier mal ganz kurz durch diesen Staat hier. Wir haben hier, sehen wir eigentlich auch hier irgendwo die Unruhe, doch hier, gell? 18. Dort haben wir 18. Aber da haben wir schon die Autonomie erhöht. Dann lassen wir das mal. Und hier unten können wir noch nicht, weil wir hier noch keinen Staat haben. Gut, passt. Okay. Angola sollten wir auch irgendwann mal die Kolonie komplett fertig machen. Hier noch diese beiden Kolonien, diese beiden Gebiete dann kolonialisieren. Ja, das passt eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Und dann machen wir das hier mal weiter. Sieht es denn eigentlich aus? Was haben wir eigentlich? Ah, Konvertierung ist erfolgreich, sehr schön. Dann können wir jetzt hier mal ganz kurz Bonny machen, solange wir hier noch diesen Bonus haben. Was haben wir hier eigentlich? Handelsschützen, Fortschrittsbemühungen, das ist natürlich auch ziemlich dämlich. Das brauchen wir hier sicherlich nicht mehr. Ja, was machen wir hier? Handelsschützen vielleicht. Ja, wollen wir das machen? Handelsschützen oder militärische Rekrutierung fördern? Oh ja, Flandern. What the fuck ist mit Flandern los? Krank. Okay, vielleicht sollten wir hier echt mal. Wobei, das lassen wir lieber, sonst gibt es wieder irgendwelche Probleme, wenn ich das jetzt hier einfach so in dem Stand gebe. Sollten wir uns mal merken, dass das hier ziemlich krank ist. Wir werden trotzdem mal hier die militärische Rekrutierung fördern. Und hier in Flandern, ja, hier ist so ein bisschen die Frage, Handelsschützen und das andere wäre eigentlich beides ganz cool.
Warum haben wir hier so eine perverse Rekrutenreserve? Krank. Naja, ja, weil hier einfach das Ding auf 15 ist, die Grundmannstärke, das ist ja echt heftig. So, dann lassen wir das hier mal. Und hier drüben ist die Frage, Friesland. Ja, nee, da lassen wir auch mal, Ostfriesland ist das hier. Nee, das gehört auch zu Friesland, logischerweise. Aber da lassen wir mal Handelsschützen, weil es doch recht gute Handelsprovinzen sind. Aber ich denke, das andere hat schon mal nicht geschadet und das hier unten auch nicht. So. Und wir können einen weiteren Anspruch hier drüben fabrizieren. Und zwar, worauf jetzt? Caracas. Ja, wunderbar. Wie sieht es denn eigentlich aus? Kriegen es die eigentlich auch mal hin, hier unten auch noch eine weitere eigene, wäre es noch gleich eine eigene Kolonie mal wieder zu gründen? Oder haben sie das überhaupt schon mal gemacht oder so? Ich habe keine Ahnung. Sie haben mal dieses Gebiet hier erobert. Aber mehr haben sie eigentlich nicht hinbekommen. Naja, ich bin enttäuscht. So. Dann. Ja, wie sieht es denn jetzt aus eigentlich? Hier haben wir keine Leute. Die haben wir jetzt gerade auch mal besiegt. Das heißt, wir können jetzt mal hier auf das Schiff und die Rebellen da unten mal besiegen. So, wachsende Unterstützung der flämischen Bevölkerung. Als führende Persönlichkeit der flämischen Gesellschaft hat Simon Stevin sowohl gute Einsichten, den kennen wir ja schon aus dem anderen Event, als auch einen starken Einfluss weit über den Rat hinaus, von dem er in Amsterdam Teil ist. Eine Tatsache, die er zu unserem Vorteil verwendet hat und so die Unterstützung für unser Königreich und den holländischen Menschen, die sie beherrschen, gestärkt hat. Wunderbar. Unruhe und Produktionseffizienz gesteigert in Antwerpen, Flandern und Gent. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, nehmen wir die hier mal auf die Schiffe und werden mal hier runterfahren. Ah, jetzt haben die das hinbekommen. Aber das haben sie noch nicht hinbekommen und das will ich eigentlich nicht, dass die hier wieder kastilianisch werden. Das muss nicht unbedingt sein. Habe ich lieber in unseren Händen. Ja, Aragon hat Portugal den Krieg erklärt. Damit ist dann Portugal auch weg von der Karte. Beziehungsweise nur noch in den Kolonien dann am Leben vermutlich. Nehmen wir den General mal ganz kurz dazu, warten hier mal noch einen Monat und greifen jetzt an und hoffen das Beste. Haben hier die nächste Erkundung abgeschlossen, denke wir können hier dann gleich weitermachen. Arabisches Meer oder so. Ja, da haben wir jetzt auch schon einiges entdeckt da drüben, gut. Wer ist denn hier eigentlich? Niemand, ist noch unkolonialisiert. Osmanisches Reich, what the fuck? Lol. Das Osmanische Reich hat da unten Gebiete, hier überall. Via Nagar ist übrigens richtig krank hier drüben. Das wird also mal richtig schwierig, hier in hier Fuß zu fassen. Mit wem sind die verbunden? Natürlich mit Via Nagar. Das wird mal ganz interessant. Mal schauen, wie wir das da hinbekommen, da irgendwann mal Fuß zu fassen. Vor allem können wir da ja dann auch nicht... Ah, wir gewinnen hier übrigens die Schlacht. Wir können da ja dann auch mal nicht hinkommen und dann so mit ein paar tausend Mann landen, sondern müssen ganz viele sein und nicht nur das, wir brauchen natürlich dann auch Schiffe, um unsere Transportschiffe wiederum zu beschützen. Das wird mir sehr ganz spannend. Bonnie haben wir erledigt, wunderbar, dann können wir auch hier weitermachen. Anziku würde ich sagen, beziehungsweise sind es Gebiete hier, New Amsterdam. Ich bin so ein Trottel, es sind einfach auch Gebiete dabei, die ich gar nicht zu einer Kernprovinz machen möchte. Ah. Die hier zum Beispiel. Oder? Nipmuk. Nipmuk, die wollen wir nicht. Neu-Amsterdam auch nicht. Sokoki wollen wir auch nicht. Und Merrimack auch nicht. Merrimack nicht. Sokoki auch nicht. Aber die Provinz hier schon, die ist doch da unten irgendwo. Ja. Gucken wir mal kurz durch. Delaware-isch, ja, das ist da unten. Oben natürlich. Illinisch ist hier. Das ist hier. Kongolesisch, Abenakisch ist da. Okay, jetzt haben wir tatsächlich mal alle Provinzen. So, und dann so viel zum Thema. Dann können wir hier mal in Anizicu. Wo war das jetzt nochmal? Keine Ahnung, irgendwo. Machen wir das mal einfach. Passt schon. Gut, weiter geht's.
Wahrscheinlich hier unten irgendwo. Das ist halt echt das Problem, wenn man sich irgendwo befindet, wo man echt keinen Plan hat. Das wird wahrscheinlich irgendwo hier unten sein. Ja, hier ist wunderbar. Wir machen endlich wieder ordentlich Geld. Habe ich schon ein bisschen vermisst. Und die Portugiesen treten Porto an Aragon ab. So, damit gibt es hier nur noch Marokko gegen Aragon. Mal gucken, was da wird. Was das noch wird. Und Niederländisch-Kolumbien hat hier unten Brasilien den Krieg erklärt. Finde ich geil. Haut mal rein. Ich hoffe, ihr kriegt das hin. Wobei ich da ehrlich gesagt noch nicht so große Hoffnungen habe. Und dann würde ich vorschlagen, können wir denen irgendwie helfen? Ja, wir könnten denen Subventionen geben. Ja. 10 Jahre, wie viel? War nicht so viel vielleicht. Aber so 1,25. 10 Jahre ist das Minimum. Wollen wir das mal machen? Ein bisschen Geld denen geben? Ach nee, machen wir nicht. Gut, okay, dann haben wir das jetzt hier geschafft. Das heißt, wir können hier wieder an Bord gehen. Beziehungsweise, wisst ihr was? Weiß nicht, wollen wir jetzt kurz hier mal gegen die Iren kämpfen? Überlege ich gerade wirklich, ob wir das mal machen wollen. Und hier uns die 3 Kolonien hier mal geben lassen. Ich denke, das könnten wir eigentlich mal machen. Mit wem sind die denn verbündet, die Iren? Trier, Aragon, Kirchenstadt und Urbino. Ja, nee, dann nicht. Ha. Oder weil die kommen ja da auch dazu. Ja, logisch. Ja, nee, das wäre ein heftiger Krieg. Übrigens haben wir da noch eine Waffenruhe mit. Dann lassen wir das mal. Gehen hier auf die Schiffe, das haben wir ja schon kommandiert. Und dann gehen wir halt in Gottes Namen hier hoch. Landen hier an und werden da mal irgendwas machen. Und den holen wir mal zurück. Mehr Ansprüche brauchen wir dann auch nicht. Kolonie selbst erhalten dort unten. Sehr schön. Das heißt, wir holen uns dann hier gleich die Provinz noch. Das ist ja hier dieses ganze Gebiet hier. Von dort oben bis hier rüber. Okay. Aber hier können wir auf jeden Fall mal das Spionagenetzwerk jetzt aufbauen bei Portugal. Und wir haben wieder zu viele Machtpunkte. Das heißt, wir werden nochmal Machtpunkte ausgeben. Hier einmal so wunderbar passt. Und dann können wir jetzt hoffentlich hier bald mal forschen, wenn dieser Malus nun jetzt ist ja so, dass wir es machen können. Jetzt machen wir das auch. Wunderbar. So, Standardisierung des Kalibers. Durch die zunehmende Bedeutung der Artillerie auf dem Schlachtfeld erhöhte sich auch die Anzahl der Feuerwaffen. Da aber jede Schusswaffe einzeln hergestellt wurde, war der Nachschub mit einem hohen Aufwand verbunden. 1544 erklärte Kaiser Karl V., dass es nur 5 Kaliber geben sollte, während der König von Frankreich, Heinrich II., 6 Standardkaliber festlegte. Gefechtsbreite erhöht um 1, Artillerie Fernkampf plus 1, Artillerie Nahkampf plus 0,1 und Pfünder, 32 Pfünde und Übungsplätze. Das werden wir dann gleich mal machen. So, und hier diese 3 Dingschiffe, diese 3 Transportschiffe, entsenden wir dann auch gleich mal hier rüber. So, und wenn die dann eigentlich soweit wären, dann würde ich ganz gerne hier drüben mal angreifen. Die sind mit den Irokesen und den Powhatan verbündet und die Huronen. Powhatan oder so, wie die heißen, keine Ahnung. Sind die da hinten oder wo sind die? Keine Ahnung. Irgendwo hier wahrscheinlich. Ist die Frage, ob uns das jetzt großartig interessiert. Würde sagen, hier spricht eigentlich nichts gegen den Krieg. Aber ich würde mir gerne noch 3 Einheiten Infanterie hier, Söldnerinfanterie holen. Die anderen Söldner da unten lösen wir übrigens mal auf, da sparen wir dann ein bisschen Geld. Und aktuell sieht es ja nicht so aus, als hätten wir hier unten zeitnah wieder die nächste Rebellion oder so. Und wir können ja auch so insgesamt, wenn wir jetzt, was haben wir jetzt da oben, 3 Einheiten rekrutiert, wir können ja noch einiges rekrutieren. Allerdings würde ich gerne mal ein bisschen gucken, dass auch meine Mannstärke sich ein bisschen wieder erholt. Das ist durchaus auch immer eine richtig wichtige Sache eigentlich.
So, wir haben das jetzt auch geschafft, eine Kernprovinz, wunderbar. Und dann greifen wir hier mal an. Die würden sogar ein Bündnis mit uns machen. Cool. Ah ne, Bruch der Waffenruhe, dann greifen wir hier nicht an. Wie sieht es da oben an, aus? Ja, da greifen wir an. Dann machen wir erst den Krieg da oben. Meinetwegen, ihr kommt alle mal dran. Von dem her absolut kein Problem. So. Familienbande, das kennen wir. Mit Russland verbesserte Beziehungen, sehr schön. Gut, und dann greifen wir hier an. Das sollte eigentlich ein schneller, problemloser Krieg werden. Und Ade. So. Dann werden wir hier mal unsere Truppen abspalten, hier hinmarschieren und warten, bis das erobert wurde. Jetzt gucken wir mal. Ah, hier sind die Powhatan da oben, die Huronen. Ja, keine Ahnung, was wir mit denen machen. Ich würde sagen, wir marschieren da mal hin und erobern die einfach. Politischer Kampf des Klerus. Da geht es um diesen jüngeren Kandidaten oder um den älteren Kandidaten, also wen wir unterstützen wollen. Da würde ich sagen, das werden wir mal auswürfeln, um mal zu schauen, ob sich unser Herrscher da so großartig einmischt oder nicht. Und ich würfel eine 4, das heißt, wir unterstützen den jüngeren Kandidaten und er mischt sich hier tatsächlich ein. Okay, auch gut zu wissen für seinen weiteren Verlauf dieses Charakters. Wunderbar, viele neue Kernprovinzen. Sehr gut. Steigert unser Geld und auf der anderen Seite senkt das Aufstandsrisiko dort unten. Und wir haben jetzt hier unsere 15 Kolonieschiffe, auch gut. Wie ist denn das eigentlich? Können wir überhaupt noch Staaten gründen? Fällt mir so auf. Wir können übrigens Kongolesisch als akzeptierte Kultur fördern. Bin mir nur nicht so sicher, ob wir das haben wollen. Ich meine, theoretisch könnten wir es schon machen, gell? Also so macht es ja schon Sinn, weil uns das einiges an Geld mehr einbringen würde. Ich weiß noch nicht, das sollte vielleicht mal ein Herrscher machen, der irgendwie toleranter ist oder so. Und das wissen wir bei unserem aktuellen Herrscher einfach auch noch nicht so richtig. Jetzt wollte ich doch gucken, wo können wir, wo sieht man das denn mit den Staaten? Hier, glaube ich. 7 Staaten, 8 Territorien. Verfügbare Staaten 19. Also das müsste eigentlich gehen da unten. Achso, wir müssen das ja so machen. Selber anklicken. Dann würde ich sagen, warum habe ich eigentlich die Provinz hier erobert? Ich Trottel, ich habe gedacht, hier würde auch noch zum Kongo dazugehören. Naja, egal, machen wir das mal hier. Und werden dann hier das Ganze in Dings umwandeln. Hier dasselbe. Hier auch. Und dann würde ich sagen, machen wir hier mal die Zentralisierungsbemühungen. Und hier dasselbe. Und dort oben, ja, werden wir auch, solange wir noch Staaten machen können, machen wir das hier oben auch. Und auch hier die Zentralisierungsbemühungen. Oder lohnt sich das hier? Ja, lohnt sich hier überall. Sehr schön. Wunderbar. Ja, passt. Die Festung da unten habe ich übrigens mit Absicht an, weil man weiß ja nie, wie es aussieht mit irgendwelchen. Ja, ist noch gleich mit irgendwelchen Aufständen oder so. Und wenn die dann die Festung erobern, ist immer ziemlich nervig. Ah, wir haben eine ziemliche Korruption übrigens. Können da eigentlich ruhig mal ein bisschen mehr bekämpfen, fällt mir so auf. Ja, passt schon, weil wir haben ja eigentlich das Geld. Sieht's denn aus? Hier Berater haben wir aktuell noch ganz gut. Wo haben wir eine Rebellion? Hier unten, sehr schön, genau das meinte ich. Allerdings jetzt haben sie, war das jetzt nicht hier auf dieser Provinz dort, aber trotzdem. Neuer, wow, neuer General hier und der ist richtig gut. So, Erkundung abgeschlossen. Ah, mittlerweile ist die Flotte da unten. Okay, erkunden. Küste, Arabisches Meer. Gut, passt, wunderbar. Viel Erfolg weiterhin. Und hier haben wir ja auch jetzt die Belagerung begonnen. Das heißt, wir können hier mal die Truppen auch mal abziehen soweit. Ja. War doch sehr erfolgreich. So, der Krieg könnte schon beendet werden. Vermutlich, oder? Können wir schon? Nee, können wir noch nicht.
fehlt noch ein bisschen was, dann erobern wir die Provinz hier halt eben noch. Das passt dann schon. So. Drohende Katastrophe, Bürgerkrieg, warum? Oh. Oh. Legitimität ist so niedrig. Das ist natürlich schlecht. Oh oh. Und weil wir so eine hohe Überdehnung haben. Aber das wollen wir ja hier, die Sachen wollen wir nicht. Aber vielleicht sobald das hier geschafft ist, reicht es vielleicht. Falls nicht, dann müssen wir die Sachen hier doch noch machen. Die eingeborenen Politik lassen wir übrigens auch so, es sei denn, unser Herrscher ist irgendwie anders drauf. So, Tabakhandel, wunderbar. Revolte, hohe Steuern. Ja, und kulturelle und religiöse Differenzen. Malem, um die Provinz geht's, Malem. Wie ist unser Herrscher da drauf? Steuern senken oder nicht? Wo ist Malem eigentlich? Dort, ja, das hätte ich mir fast gedacht, dass das in Afrika ist. So, und jetzt würfeln wir mal aus, wie ist er drauf? Und er ignoriert das Ganze, deswegen hier unten höhere Unruhen. Okay. Gut. Den holen wir übrigens mal zurück und dann schicken wir den mal nach zu denen hier. Hä, mit wem ist der im Krieg? Ach, der Schmidt in dem Krieg dabei als unsere Vassal. Ja, ist ja klar, aber okay, lächerlich. Okay. So, die Sache wäre beendet. Mal gucken, könnten wir jetzt das Ganze fordern hier. Ah, okay. 54 Tage braucht das Ganze jetzt. Boah, ist das ewig, wie lange die immer brauchen. So. Könnten wir jetzt hier erobern? Nein, immer noch nicht. Ja gut, dann, wie sieht's hier aus? Könnten wir die Provinz können wir gar nicht fordern, aber wir können Geld fordern. Und... ja, Vassal, nee, nicht wirklich. Kriegsreparationen, das machen wir. Handelseinfluss geht nicht, aber Kriegsreparationen und erzwungener Militärzugang, das machen wir mal. So, sehr schön. Die sind schon mal raus. Und dann müsste man da rüberlaufen. Ach, das geht jetzt aber nicht mehr. Ja, egal. Blöd gelaufen. Egal, wir machen dann im nächsten Part hier weiter. Ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie 5 oder 6 Parts am Stück aufgenommen. Und ich denke, ich mache jetzt mal eine kleine Pause. Es hat mir auf jeden Fall wieder viel Spaß gemacht. Ich danke euch fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn unser niederländisches Reich weiter wächst. Wie sieht es denn eigentlich drüben aus? Haben die den Krieg schon verkackt? Ah ne, die haben doch nicht da angefangen, den Krieg zu führen. Doch, aber irgendwas ist passiert. Naja, die sind nicht mal als wichtig markiert hier, unsere beiden Länder. Das sollten wir mal machen. Das würde mich nämlich interessieren, was die so machen. Also, ich danke euch fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.